So Freunde, dieses Video hier entsteht gerade nach der Reaktion. Ich werde es aber am Anfang einblenden. Geht bitte mit dem nötigen Respekt an diese Thematik ran. Ich kann euch nicht in Worte fassen, in was für einem Emotionschaos ich mich befand, während ich dieses Video geguckt habe. So Freunde, mehrere Leute haben mir dieses Video hier geschickt und meinten, ich soll mir das unbedingt angucken. So etwas hätte ich auf YouTube noch nicht gesehen. Ein Video von KuchenTV mit dem Titel Die 100% Wahrheit zur Gina-Thematik. Habe ich sie geschlagen? Naja, ihr habt mitgekriegt, seitdem ABK das Ganze ausgepackt hat, hat es schon krass die Runde gemacht. Zumindest habe ich das mitbekommen. Die einen haben gesagt, ja, er hat sie geschlagen, haben Chatverläufe veröffentlicht. Die anderen meinten, nein, er hat nichts gemacht. Und eigentlich dachte ich, das Thema wäre jetzt durch. Die waren der Meinung, also Kuchen und Gina, dass sie sich dazu nicht mehr äußern wollen. Aber er hat jetzt ein Video dazu hochgeladen, wo er wohl die ganze Wahrheit auspackt. Ich soll bei diesem Video nicht davon ausgehen, dass ich das bekomme, was ich von einem KuchenTV erwarten würde. Bin sehr, sehr neugierig, würde mal sagen. Let's go. Vielleicht fängt er das doch, ich weiß nicht. Oder er macht sich lustig. Das sieht aber real aus. Leute. Ich glaube, dieses Video wird meine YouTube-Karriere komplett zerstört. Er sagt, nach diesem Video wird meine YouTube-Karriere komplett zerstört. Es ist mir gerade einfach egal. Ihr könnt es ja schon am Titel erkennen. Ich glaube, jeder weiß auch, was ich jetzt sage. Der hat sie wirklich geschlagen. Komm, wieder weint. Dieser Vorfall, wovon er redet, ist, bevor wir beide die getroffen haben. Man muss hier einfach ehrlich sagen, Gina ist auch eine Topfrau. Du hast dich super mit ihr verstanden. Die hatte einen kugelrunden Bauch. Sie sah mega süß aus. Ja, ja, war mega süß, richtig. Bevor... Er ist aber auch sehr... Er ist auch korrekt gewesen. Ich sag ja, live, privat, live. Der Junge ist absolut korrekt gewesen. So, das habe ich in jedem Video bis jetzt erwähnt. Es geht um diesen Gina-Livestream, den der BK jetzt nochmal rausgeholt hat. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, dass wir nichts mehr dazu sagen, aber ich möchte jetzt einfach, ich möchte nur noch mit der Wahrheit raus. Nur ich meine, keine Ahnung, ich krieg zwar viele Hate-Nachrichten und so, aber das ist mir halt wirklich einfach egal, aber ich möchte halt einfach endlich, dass die Leute die Wahrheit kennen. Das ist kein geskriptetes Video oder sonst irgendwas, ich... rede ich ja einfach halt Freestyle und muss wie gesagt einfach zugeben, dass leider vieles, was Gina gesagt hat, tatsächlich stimmt. Aber es tut mir halt bis heute einfach unnormal leid. Wow, das hätte ich nie gedacht, dass er das jetzt zugibt und dass sie nicht versuchen, das totzuschweigen. Taktisch unklug. Taktisch klug wäre gewesen, wenn Gina sich hingestellt hätte und behauptet hätte, sie hätte alles erlogen. Aber menschlich, moralisch, absolute Ehrenaktion gerade von ihm. Er kriegt dafür mit Sicherheit den Hate seines Lebens ab. Es werden mit Sicherheit Leute kommen, die diese Situation ausnutzen werden und es gegen ihn benutzen, weil er da Schwäche zeigt und halt zugibt, dass er seine Freundin geschlagen hat. Aber ohne Scheiß jetzt... Das Ding ist ein Daumen nach oben wert. Wobei, auf der anderen Seite, heißt man dann gut, dass der Gewalt angewandt hat gegen seine Freundin? Ich meine, die sind ja jetzt zusammen. Das heißt, sie hat ihn wohl... Wir wissen ja auch nicht, ja, was das hast du sehr gut gesagt. Ist. Das hast du sehr gut gesagt. Die sind zusammen, sie hat ihm verziehen. Wer sind wir? Und das Schlimmste ist, dass ich nicht mal nur online gelogen habe, um meinen Ruf oder sonst irgendwas zu retten. Sondern ich hatte bisher nicht mal die Eier, mich irgendwie mal vor Gina zu rechtfertigen oder... das zuzugeben oder sonst irgendwas. Das tut mir einfach so unnormal leid. Das Ding ist, dass ich einfach selber nicht damit klarkomme, dass ich das damals gemacht habe. Das bin halt einfach nicht ich. Das Ding ist, wir waren halt zu der Zeit einfach getrennt. Und Gina hatte dann was mit dem anderen Typen. Und als ich, es ist ja auch gar kein Problem, wir waren getrennt, ey. Ach, so, das Ding ist, es gab dann halt, es war halt in der Zeit, wo es schon wieder so aussah wie, ey, da gibt es Chancen und so. Und ich habe Gina wirklich immer alles geliebt. Und ich liebe sie auch immer noch über alles. Boah, das ist echt hart, gerade das anzugucken. Ein KuchenTV, den ich in 6 Jahren, seitdem ich YouTube mache. Ich fange an mit zu heulen. Du hast gerade Tränen in den Augen. Tut mir voll leid.
Der tut mir gerade auch leid, ehrlich jetzt. Ich habe den noch nie so gesehen. Ich dachte, hätten die Leute mir nicht geschrieben, ey Bro, bitte lach nicht, wenn du das siehst, hätte ich gedacht, der macht sich gerade lustig, aber das ist todernst. Ich hätte gedacht, der macht gerade einen auf Sarkasmus mäßig, weißt du? Ironie, ja, das siehst du jetzt direkt. Aber hätten die mir das nicht geschrieben, hätte ich die erste Minute gedacht, der versucht das Ganze hops zu nehmen. Boah, ist das ein heftiges Video. Auch wenn ich das vielleicht oft nicht zeige oder so, aber es ist mir wirklich so wichtig. Es tut mir auch mega leid, wenn ich irgendwie im Stream irgendwie komisch zu ihr bin. Also Leute in die Kommentare schreiben, dass ich sie irgendwie scheiße behandle und ich mir so denke, ja Mann, warum mache ich das eigentlich, Mann? Warum bin ich so? Warum? Okay, aber mal zurück zum Thema. Eine Person hat mir dann auf jeden Fall geschrieben, warum Jean, aber es mit Person XY hat und ich wusste das vorher einfach nicht. Wir waren vorher im Kino, es war alles super, Mann. Ich bin rübergegangen, ich wollte einfach nur meine Wu-Page schneiden. Dann habe ich ja diese Nachricht bekommen und die sogar nur aus Gag an Gina geschickt, weil ich dachte, ey, da labert wieder irgendwer Scheiße, mein Gott, irgendwelche Zuschauer so. Und dann hat sie mich einfach rübergeholt und gesagt, dass sie halt mit einer Person geschlafen hat. Und im Moment, ich war nicht mehr da, Mann. Ich habe zu ihr einfach gesagt, dass sie gehen soll. Sie soll jetzt einfach die Wohnung verlassen, weil ich schon gemerkt habe, dass ich gerade echt die Passung verliere. Das ist ja unglaublich nah gegangen. Es hat mich so verletzt in diesem Moment. Und sie hat gesagt, sie geht nicht. Ich habe mir dann voll die Backpfeife gegeben. Backpfeife? Ich habe gar nicht so nachgedacht, was ich da tue oder sonst irgendwas. Ich war einfach weg. Schon heftig. Ich weiß gar nicht, was ich von dieser Situation jetzt hier halten soll. Ganz ehrlich. Ich find's auf der einen Seite mega, mega stark. Da musst du mir als Frau mal weiterhelfen. Ich find's stark, aber er gibt hier einfach zu, dass er seine Freundin geschlagen hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so kompliziert. Das, was wir jetzt nicht vergessen dürfen. Er hat tausendmal gesagt, dass es ihm leid tut. Wenn es ihm... Also wenn Gina selber gemerkt hätte, dass es ihm nicht leid tun würde, hätte sie ihm nicht verziehen. Ja, ja, ja. Und sie hat ihm verziehen. Ja, das heißt... Die ist aber auch eine Gute. Die ist aber auch wirklich eine nette und Gute. Das muss man auch sagen. Vielleicht hat sie ihm geraten, dieses Video zu machen, damit endlich dieser Druck einfach mal weg ist. Von ihm? Ja, damit dieser Druck einfach mal weg ist. Immer diese Behauptung, er hat sie geschlagen, dies, das, bla, bla, bla. Einfach mal ehrlich sein. Dann ist es nämlich... Weil dann hat er es einmal gesagt und dann kann keiner mehr mit diesem Video kommen und sagen, ey, der hat seine Freundin. Ja, er hat es einmal zugegeben, er bereut es und dann hat sich die Sache. Dann kann es hat sich nicht die Sache. Es hat sich nicht die Sache. Warum? Du kennst YouTube immer noch nicht. YouTube ist eine dreckige Bastardplattform. Ich weiß das nicht. Aber für ihn vielleicht dann. Die Arme wurde einfach unschuldig als Lügnerin hingestellt. Aber damit es weiter nicht passiert und er liebt sie. Ja, das ist das. Damit das nicht weiter passiert, damit sie nicht als Lügnerin dasteht, sagt er jetzt die Wahrheit. Boah, wirklich Respekt. Weißt du, was ich meine? Das ist wahre Liebe. Das ist wahre Liebe. Da kann man noch so oft sagen, der Typ ist empathielos, der Typ ist eine Ratte. Was weiß ich, die ganzen Vorwürfe, die es ihm gegenüber gibt. Man muss ihn nicht mögen, aber was er hier gerade macht, zeigt Größe. Auch wenn jetzt jeder sich darüber lustig macht, ich sag einfach, hate mich ruhig dafür auch. Ich sag, das zeigt Größe. Würde sich nicht jeder trauen. Ich hab ihr dann irgendwie gesagt, ey, ich werf jetzt deine Sachen raus. Ich wusste nicht, keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht rechtfertigen. Dann habe ich irgendwie das Schlafzimmerfenster aufgemacht. Und dann irgendwie ihre Sachen rauswerfen. Ja, ich weiß nicht, Gina hat dann irgendwie die Tür wieder, das Fenster wieder zugemacht oder so. Da wollte ich sie einfach aus der Wohnung ziehen. Ich wollte sie einfach nicht da haben. Ich wollte ihr nicht wehtun oder sie verletzen. Sie sollte einfach gehen. Ich wollte einfach mit dieser Situation ankommen. Das Ding ist, es war halt spät. Es war irgendwann 23 Uhr oder sonst irgendwas. Und sie hatte einfach niemanden, wo sie hin kann. Da ist er nicht rausgegangen. Ich wollte sie einfach nur loslassen. Ich habe angefangen, ihre Klamotten zu ziehen, an sie zu ziehen, sie einfach zur Tür zu ziehen. Ich wollte ihr nicht wehtun, ich wollte sie nicht verletzen, ich wollte nur, dass sie weg ist. Und sie ist einfach nicht gegangen, Ich war einfach komplett weg, ich war einfach nicht mehr bei meinen Sinnen. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, hatte ich das. Egal was passiert ist, was für einen Stress man hatte, ich hatte das noch nie.
Ja, wisst ihr, ich will jetzt nicht den Psychologen raushängen lassen, aber der Junge hat ja auch viel durchgemacht. Ich will ihn jetzt hier nicht in Schutz nehmen und sagen, ey, hast du gut gemacht? Ist dein gutes Recht? Darf man gar nicht gut reden. Aber sagen wir mal so, wie du es auch eben, man kann verstehen, es ist nicht aus einer Bösartigkeit raus Es war das entstanden, sondern aus letzte Verzweiflung. Verzweiflung. Ja, ich habe ihr an den Haaren gezogen. Ich habe an ihr gezogen. Ich wollte einfach nur, dass sie geht. Ich wollte einfach nur, dass sie geht. Ich weiß nicht, wie das Ganze weiterlief. Irgendwann war mir halt im Bett und ich stand halt über ihr. Ich stand halt über ihr und hab dann. Aber ich wollte mich halt wieder vom Bett runterziehen und. Ich wollte sie einfach vom Bett runterziehen. Ich bin dann irgendwie weggerutscht oder so. Bin dann noch mit meinem Fuß auf den Kopf gekommen. Das war nicht meine Absicht, es tut mir so leid. Die hat mit nichts gelogen in ihrem Livestream. Er gibt gerade einfach alles zu. Boah, das ist echt heftig. Er hat mit seinem Fuß gegen ihren Kopf getreten. War keine Absicht, hat er gerade gesagt. Für ihn in dem Moment, er erinnert sich ja auch nicht so gut daran. Sie hat ja in ihrem Livestream gesagt, er hat ihr mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Ey, ich hab wirklich, ohne Scheiß hier an der Stelle, falls du das Video sehen solltest, Gina, es tut mir wirklich vom ganzen Herzen leid, dass ich daran gezweifelt habe, an den Aussagen, die du da getätigt hast, weil die klangen schon wirklich sehr, sehr, sehr brutal. Also sowas kann ich mir nicht vorstellen. Da hat sie Glück gehabt, wirklich, dass sie da relativ ungeschadet davon kam. Es ist nichts Schönes, keine schöne Situation, in der sie sich da befand. Umso mehr Respekt an ihn, dass er das jetzt auspackt. Ich hoffe, das hilft ihr auch für die Zukunft weiter. Wirklich. Es tut mir so leid. Ich habe sie dann später noch mit einem Besen gedroht und habe gesagt, sie soll einfach gehen. Ich wollte nicht damit schlagen und habe es auch nicht gemacht. Ich wollte einfach nur Druck aufbauen. Sie sollte einfach gehen. Ich wusste nicht, was ich noch machen soll. Egal, was ich gemacht habe, sie ist einfach nicht gegangen. Ich habe so Dinge ausgedacht. Was machst du jetzt? Du willst einfach nur, dass sie geht. Das Ganze ging dann so weiter, dass ich die Situation eigentlich schon wieder beruhigt hatte. So, dann hat Gina halt die Polizei gerufen und absolut zu Recht haben die mich rausgeworfen, Digga. Absolut zu Recht, ich hätte das Gleiche gemacht. Ich war damals einfach nur so getriggert, ich war komplett überfordert mit dieser ganzen Situation. Und dann liegst du da um 1 Uhr nachts oder so aus deiner Wohnung raus. Und hab dann halt diese dummen Storys gemacht und ich dachte, ey, ich fixe jetzt wirklich. Das ist einfach so ehrenlos. Ja, er sagt gerade selbst, das war so ehrenlos. Ich finde es aber gut, dass er das zugibt, dass er das gemacht hat, um sie zu zerstören. Weil das dachten wirklich sehr, sehr viele von der Gina, dass sie die Story gemacht hätte, um ihn zu zerstören. Da siehst du mal, wie oft man falsch liegen kann. Ich habe das Ganze damals einfach immer ins Lächerliche gezogen, weil ich auch wusste, dass mir das keiner zutraut, weil ich bin kein Schläger, das müsst ihr mir glauben. Ja, und das ist ja das Traurige daran. Leuten, die das wirklich machen, traut man das nicht zu. Leuten wie mir würde man das sofort zutrauen. Weißt du, ich meine, rein von der Optik her, sie lacht gerade, rein von der Optik her ist das ja so. Aber ich bin einfach der. Ne, jetzt mal im Ernst, jetzt mal unter uns. Der abonniert mich, hatet mich, disliked dieses Video. Spuckt mich auf der Straße, das ist mir egal, aber ihr müsst mir glauben, dass ich kein Frauenschläger bin. Das Ich glaube habe noch ich, nie der Gewalt war an ich. irgendjemanden. Der sieht auch nicht so aus wie ein Frauenschläger. Och ja, aber sagt, hatet mich, spuckt mich an und so. Och Herm, wie kannst du denn. Aber er tut mir jetzt mega leid. Er gibt ja selber zu. Also, Sag dir ganz das, ehrlich, was Gina ich tut mir sehr. noch mal Ja, leid. natürlich, sie tut mir auch leid. Mega, weil sie ja den ganzen Hate abbekommen hatte dann früher. Weil er das so wollte. Er wollte so, Und dass sie dann. trotzdem ist sie mit ihm wieder Das ist zusammengekommen. Liebe. Das ist krank, wirklich. Da kann man gar nicht mehr an die Liebe dieser beiden zweifeln. Sag ich dir, wie es ist. Guck mal, was sie aufgebaut haben zusammen. Und die hätten das noch viel, viel weiter aufbauen können. Das Imperium viel, viel größer machen können, damit ihr Sohn in der Zukunft noch mehr hat. Aber guck mal, er geht mit diesem Video ein Risiko ein. Warum? Um ihre Weste reinzuwaschen. Er scheißt komplett da drauf. Wir würden finanziell nicht mehr so dastehen wie jetzt. Aber da hat er drauf geschissen. Dafür hat er meinen Respekt verdient. Noch Freunde, Feinde oder meine Freundin oder sonst irgendwas. Das war das einzige Mal, dass ich mich wirklich einfach nicht unter Kontrolle hatte, weil ich einfach psychisch einfach am Ende. Diese ganze Situation davor, ja, mit Trennung, Nicht-Trennung, was ist jetzt, Mann, das hat meinen Kopf so krass gefickt und das sind keine Ausreden, auf gar keinen Fall. Ich hätte in der Situation einfach gehen sollen. Ich hätte einfach gehen sollen. Ja. Aber dann denkt man im Moment einfach nicht dran. Ich
Ich habe dir dann nie wieder irgendwas getan. Ja, natürlich denkt er in dem Moment nicht dran, denn in dem Moment denkt er sich, warte, sie ist mir fremd gegangen, in Anführungsstrichen. Warum sollte ich hier gehen? Sie hat Scheiße gebaut, nicht ich. Wirklich nie wieder, müsst ihr mir glauben. Ich behandle Gina beeindruckt, so wie sie es verdient, aber ich schicke keine Schmerzen zu. Ich schlag sie nicht, ich schlag auch meinen Sohn nicht oder irgendjemand anderen. Und es tut mir einfach immer nur so leid, wenn das jetzt dumm gelegt wird. Ich danke Ewigkeit wirklich von Herzen, dass er das nochmal aufgegriffen hat. Wenn ich Was? Ich jetzt danke einfach Ewigkeit, die. was? Dass er das nochmal aufgegriffen hat, Okay. damit die ganze Thematik erst endlich mal abgearbeitet wird, weißt du? Ach ja, die Scheiße, ihr habt endlich zu meinen Taten zu stehen und endlich auch öffentlich zu sagen, ja. Ich habe ihn geschlagen. Das tut mir so wunderbar leid. Ich habe das niemandem erzählt. Nicht mal meine besten Freunde wissen das. Ich glaube, ich erzähle das nicht mal, bis ich das Video hochgeladen habe. Nicht mal meine eigene Mutter habe ich das erzählt, weil ich mich so sehr vor mir selber schäme, dass ich das nicht meiner Mutter erzählen konnte. Weil sie mich immer gut erzogen hat. Weil wir selber Gewalt erfahren Weil wir selber haben. Gewalt erfahren. Ah, siehste? Das kann ja auch sein. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Um Gottes Willen, die Tat, die er gemacht hat, ist scheiße. Ich habe mich so krass vor mir selber geschämt und auch immer noch. Und ja, an der Abigail-Reaction in der ersten war ich einfach sauhart getroffen, weil ich genau wusste, dass ich es getan habe. Deswegen war er so getriggert Wann? in seiner Reaction auf ABK, wo diese Szene gezeigt wurde. Und er wollte das halt nicht in der Öffentlichkeit haben. Und ich kann es ja hier jetzt auch erzählen. Er hat mich privat angeschrieben und hat mich darum gebeten, diese Szene rauszuschneiden. Habe ich auch gemacht. Ich habe sogar mein Video in dieser Zeit, wo das bearbeitet wurde, weil das so lange gedauert hat, auf privat gestellt. Ja, ich habe meine Analytics komplett so genommen, aber weil ich den Sinn dahinter verstehen konnte. Wer will schon, dass sein Kind so etwas sieht? Dass sein Kind, wenn es irgendwann alt genug ist, von dieser Thematik mitkriegt? Naja, jetzt hat er es ja selbst öffentlich gemacht. Jetzt werden selbst viele, viele Leute das sehen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird sein Kind sich denken: Okay, mein Vater hat so viel Rückgrat gehabt im Gegensatz zu vielen anderen Leuten da draußen und ist die Gefahr eingegangen, einfach Schlucht runtergesprungen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen und beten, dass sich irgendwo ein Nest von irgendeinem Adler befindet, was ihn auffängt. Ansonsten prallt er direkt in den Abgrund. Aber er hat sich getraut. Er hat Eier gehabt, mein Vater. So, weißt du, der kann stolz dahinter stehen. Und ich hatte dieses Thema komplett vergessen und verdrängt. Und ich wusste, Scheiße, Digga, bei seiner Community, bei den ganzen Leuten, die jetzt wieder TikTok-Videos machen. Ich muss mich damit jetzt wieder tagelang auseinandersetzen. Und das Thema hat mich schon vorher einfach mega mitgenommen. Und das tut mir einfach so unnormal leid, Mann. Und ich weiß auch, dass ich könnte jetzt auch einfach weiter lügen und sagen, ey, wir sagen nichts mehr dazu. Aber ich bin da alleine, aus Respekt vor Gina muss ich dieses Video einfach drehen. Ja. Ich habe mir die Kommentare angeguckt, die sie damals während dem Livestream bekommen. Wirklich niemand hat ihr geglaubt, wirklich niemand. Doch, Oxcut hat ihr geglaubt. Ich habe gestern auf Oxcut reagiert. Er war der Einzige, der ihr geglaubt hat. Ox, Grüße gehen an der Stelle raus an dich. Wirklich. Und sein Video war nicht mal böse gemeint. Und das trifft mich heute einfach so hart, weil sie absolut recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Und niemand hat ihr geglaubt. Jeder hat sich über sie lustig gemacht. Ich saß genau neben zwei Kollegen. Und das wir haben uns sogar lustig gemacht, weil ich auch einfach wusste, ey, keiner nimmt sie ernst. Aber das tut mir wirklich einfach alles so leid. Ja, ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es tut mir einfach nochmal leid, dass ich das gemacht habe. Ich schäme mich einfach wirklich so krass vor mir selber, dass ich das getan habe und mich bis heute nicht mal bei Tina dafür entschuldigt habe. Er hat sich nicht mal bei ihr dafür entschuldigt. Bis heute. Ich hoffe, er hat's gemacht. Ganz ehrlich, mein Tipp, mein Ratschlag, ob man es annehmen mag oder nicht, 2 Wochen Pause mit YouTube. Wirklich 2 Wochen. Die Leute werden am Ball bleiben. Die Leute werden die Glocke aktiv haben, werden ihn danach weiterhin unterstützen. Aber einfach mal weg. Mit Frau und Kind. Solange der Kleine sich noch im Kindergarten befindet, 2 Wochen weg. Einfach diese Dreisamkeit richtig Genießen. stark zusammenwachsen. Diesen familiären Zusammenhalt aufbauen wieder. Das wäre mein Tipp.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich haten mich jetzt voll viele, aber es tut. Er hat auch Scheiße gebaut. Er steht aber zu dieser Scheiße und nicht um sich selbst als so, oh, Ehrenmann, er hat sich gerade gemacht. Nein, deswegen lobe ich ihn nicht, sondern dafür, dass er die Weste seiner Frau reingewaschen hat. Das ist Familie und das ist für mich das Allerwichtigste, was es gibt. Und er hat hier zum ersten Mal in seinen Videos bewiesen, dass er ein Mensch ist. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, weil er hat das Richtige getan in meinen Augen. Real Talk einfach gerade so gut, weil ich endlich weiß, dass ich mit dieser Scheißlüge aufhören kann. Weil ich endlich Gina ins Gesicht gucken kann und ihr einfach sagen kann, dass es mir leid tut, was ich damals gemacht habe. Ich hoffe, sie nimmt's an. Viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Keine Ahnung. Ich klar nimmt sie es an, sonst wäre sie doch nicht mit ihm zusammen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Mann. Keine Ahnung, es tut mir einfach nur leid. Es ist nie wieder sowas passiert. Und ich hatte wirklich Angst vor mir selber, warum ich das gemacht habe, warum ich so ausgerastet bin. Das hatte ich noch nie in meinem gesamten Leben. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich kann nicht mehr dazu sagen, keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass es jetzt raus ist. Es tut mir so unnormal leid und ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Und Gina tut mir einfach leid. Weil ich sie so hart damit verletzt habe. Und sie sogar trotzdem wieder zu mir zurückgekommen ist. Aber danke, Gina. Einfach danke. Ja, Freunde, das war das überraschende Video von KuchenTV. So habe ich ihn noch nie gesehen. Ich weiß selber gerade nicht, wo meine Gedanken sind. Man sollte so etwas unterstützen. Und nicht auslachen. Egal, ob man diese Person mag oder nicht. Er hat mich so oft in die Pfanne gehauen. Was heißt so oft? Aber der hat mich schon ein paar Mal in die Pfanne gehauen. Nichtsdestotrotz gibt es mir keinen Grund, diese Situation auszunutzen und schlecht über ihn zu reden. Zu versuchen, seine Schwäche gerade auszunutzen und ihm weiter so Stiche zu geben. Nein, ich fand das ehrlich gesagt stark. Ihr könnt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht sehe ich das ein oder andere nicht. Hoffen wir, dass die wirklich glücklich werden, zusammen mit ihrem Sohn, dass sie als Familie zusammenwachsen. Das war's von mir. Danke an Nevi, die spontan dazugekommen ist, mir seelischen Beistand geleistet hat bei dieser schwierigen Thematik. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.